gerne mal anrufen. Also wir müssten ihn hören, sobald er auftaucht. Das Wasser hier ist... Darf ich das Haar öffnen, ja, meine ich? Oder ist das für irgendeinen wichtigen Synchronsprecher, der nachher noch hier irgendwie Tommy Jaud einliest oder so? So, hier ist er. Da ist er. Ey, wie geil. Jan, wie früher. Wenn ihr soweit seid. Jan, ich habe ein Samba-Intro. Wollen wir das einfach spielen? Neues? Ja. Und irgendwann fangen wir einfach an zu labern. Und man hat das Gefühl, man hat 7-mal mehr Konferenzen als vorher. Du bist halt in dieser Medienwelt, wo es nur um Zoom-Konferenzen geht. Da hättest du mal richtig wirklich einen anständigen Job lernen müssen. So wie ich, Liedermacher, depressiver Liedermacher. Der muss auch nicht dauernd in Zoom-Konferenzen. Von wegen, was für ein, ja, ich habe hier ein neues trauriges Lied geschrieben. Ja, ich auch. Ich hätte da eine richtig schöne traurige Melodie dafür und so. Nee. Für alle Leute, die sich jetzt wundern, warum Olli so performativ drauf ist heute. Du klingst so ein bisschen so, als hättest du heute einen Anzug an und dich besonders würzig, besonders fein. Ja, genau. Ich bin heute sehe ich mal gut aus. Ich habe mich schick gemacht. Ich würde gleich mit Pierre, was machen wir denn eigentlich gleich noch? Ganz kurz, Pierre, ich will dich gar nicht hier in die Sendung, aber was machen wir denn gleich nach der Sendung? Das ist eine gute Frage, die würde ich so zurückgeben. Wir spazieren ein bisschen rum und erfahren etwas aus deinem Leben und wenn nicht, dann... Wird das so eine diepe Nummer mit fiesen, ernsten Fragen oder wird es mir so eine leichte, hey, wie ist das Leben? Das kommt immer drauf an, wie sich's ergibt. Okay. Ja, und wenn nicht, dann gucken wir dem Hund beim Kacken zu. Das ist gut, das dürfen wir nur nicht filmen, das habe ich extra vorher gesagt. Wir dürfen alles machen, nur ich habe meinen Hund dabei, der soll bitte nicht beim Kacken gefilmt werden, weil das mag der einfach nicht. Ich freue mich schon, wie was ihr zwei kleinen Bagaluten da in Berlin zusammen macht. Ich lege jetzt mal auf, ne? Macht ihr mal, wie ihr denkt. Da? Ja, Jan, es war schön, dich mal wieder gehört zu haben, zumindest. Wann sehen wir uns mal wieder? Du rufst ja nie an, Pierre. Tschüss, Jan. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Freitagabend, ne? Alles klar. Gib mir noch mal einen Hirschtropfen. Ich habe zufälligerweise Hirschtropfen dabei. Hey, hallo. Hast du Hirschtropfen dabei? Ja, ich habe von Martin Rütter die guten. Oh, die guten, ja. Von Martin. Die sind sehr, sehr gut. Bist du jetzt wirklich so schick, weil wir uns treffen? Ich bin auch getestet heute Morgen. Für mich selber auch. Die Sonne scheint, dass man sich mal für sich selber auch... Und ich konnte mich heute angucken, dachte ich, muss mal... Total gut. Ich find mich jetzt auch gerade selber blöd, dass ich es thematisiere, weil eigentlich ist es selbstverständlich. Aber ich fühle mich gerade so underdressed. Deswegen. Du siehst aus wie ein Indie-Rocker 1993 im Molotow. Ja. Aber so sehe ich normalerweise aus. Juri, wir gehen mal raus. Ich habe auch noch einen Drops von Martin Rütter dabei. Vielleicht kriegst du den ja noch im Laufe des Tages. Ach, er kriegt einige. Er kriegt gut. Er hat 3 Jahre im Zwinger. Das ist nochmal so. Er war 3 Jahre in Rumänien in so einem Zwinger. Und deswegen hat er ein paar Schäden und wird von mir verwöhnt, als wenn der... Wie alt ist er? Weißt du das? 6 bis 7. Ich hatte früher einen Hund. Und wenn du dann lange keinen hattest, denkst du, jeder Hund, also du kannst gleich hier irgendwie buddymäßig mit dem. Aber es ist wie beim Menschen. Man muss sich hier erst annähern. So wie wir das jetzt machen vor der Kamera. Ja, das stimmt. Was ist denn unser Pendant zum Hirschtropf? Guter Plattenladen. Gut. Ja? Gut, machen wir das. Sehr gut. Ich bin ja schon entsprechend gekleidet, ne? Super. So. Dann zeigst du mir mal deine Lieblings-Indie-Bands aus den 90ern. Oh, hoffentlich haben die Bryan Adams. Jetzt sind wir in Schöneberg, auch ein echt schöner Stadtteil, muss man immer noch sagen, jetzt mit dem Sommer. Heißt ja auch schon so. Aber die mögen das nicht, wenn man hier filmt. Das sind Individualisten, das muss schnell weitergehen. Ach so, weil das uncool ist. Aber wenn wir sagen, dass wir nicht vom Fernsehen sind, sondern... Hier arbeitet jeder. Ach so. Beim Fernsehen in Schöneberg. Du wohnst gar nicht hier, ne? Du bist gar nicht in der hippen Gegend von Berlin. Ich wohne in der uncoolen Gegend, obwohl es klingt total rich. Ich wohne in der Nähe von Grunewald. Juri muss mal kurz pullern hier. Puller ruhig. Der hat heute keine große... Ich verzichte jetzt für dich auf die große Mittags-Gassi-Runde. Komm, puller mal alles schön voll hier. Okay. Ach, du meinst... Er ist doch kein richtiger Bauf. Das muss ich... Ups, guck mal, muss ich sagen, er zieht ein bisschen. Ich finde, der verhält sich ganz vorzüglich. Ja, er ist ein bisschen tollpatschig. Er hat eine schlechte Allgemeinbildung. Es gibt ja auch so Leute, die zerren ihre Kinder und ihre Hunde ganz bewusst ins On, um selbst Sympathiepunkte dadurch zu erhaschen. Ne? Hast du gar nicht nötig. Ich habe Ärger von meiner Tochter bekommen, weil ich Juri zu oft in die Instagram-Story gepackt habe. Aber sie weiß ja, sie ist 11, deine Tochter? Mhm. Sie, weiß ja, was du machst. Ne? Und es gibt ja viele Dinge, die du gemacht hast, die, die grenzwertig sind oder krass waren. Ja. Und wie findet sie das? Das kennt sie noch nicht. Das kann
Da wird es einen Zeitpunkt geben, wo ich ihr das einfach alles erklären werde. Okay. Bindest du ihn? Das habe ich mich nie getraut, weil ich immer Angst habe, dass jemand meinen Hund klaut. Ja, aber der muss das jetzt lernen. Ist gut. Musst du jetzt lernen, Juri? Der muss noch einiges lernen. Ey, am Anfang, der konnte kein Auto fahren. Ja, konnte meiner auch nicht. Ich habe ihn dann gezwungen. Der hat mir 5-6 Mal das Auto vollgekotzt während einer Fahrt. Und ich habe einfach stoisch gesagt, du fährst weiter. Und jetzt liebt er Autofahren. Guckt mit dem Kopf raus, macht selber mal mit dem Foto so ein bisschen die Schaltung. Aber am Anfang war das die Hölle für ihn. Also ich liebe das immer noch im Plattenläden zu sein, weil das nun mal wirklich ein Relikt aus meiner Jugend ist. Ne? Das heißt, aber du hast schon, also du hörst auch noch Vinyl und hast auch eine große Plattensammlung. Ich war dieses Jahr über in vielen Plattenläden tatsächlich, weil ich wieder angefangen habe, gewisse Arten von Musik zu sammeln. Ich sammle zum Beispiel alte Deutschpunk-Platten und bin da so ein richtiger Nerd, was gewisse Sparten von Musik angeht. Hast du einen Tipp? UFO hat Michael Schenker, der Bruder von Rudolf Schenker, gespielt von den Scorpions. Okay. Beton-Kombo, die beste Punkband meiner Meinung nach aus Berlin gewesen. Antitainment haben sich aufgelöst, weil die nicht kommerziell sein wollten. Die Emils Rücke ist Slime umgedreht gelesen, Deutsch-Punkband aus Hamburg. Ganz liebe Grüße an Sven Carstens mal ganz kurz. Wendy Williams hat immer nackt nur in so einem BH gesungen. Ich find's total interessant, also stellenweise. Hier, Hammerhead, es ist ultra brutal, das war eine Punkband. Toxoplasma, erste Platte bei der aggressiven Rockproduktion, 81 rausgekommen. Punk deutschsprachig T bis Z, da müssen wir noch mal kurz gucken hier. OHL, heilige Scheiße, OHL, oberste Heeresleitung, damals bei Rockorama rausgekommen. Lass mich noch mal ganz kurz ernsthaft, ich weiß, ja, ihr macht jetzt diese Sendung hier, aber wenn ich schon mal jetzt wirklich die Möglichkeit habe. Hier, Hawkwind, der hat Lemmy gespielt von Motorhead. Das ist gelebter Rock'n'Roll, was dieser Mann gemacht hat. War ein guter Mann irgendwie, hat diesen Rock'n'Roll-Traum, ist aber eigentlich auch kein Vorbild, weil es gibt ein Interview mit Ozzy Osbourne, der ein sehr enger Freund von ihm war. Und Ozzy sagt, dass Lemmy beim letzten Telefonat kaum noch zu verstehen war und gesagt hätte, hätte ich vor ein paar Jahren auf die Ärzte gehört, hätte ich vielleicht noch 10 Jahre. Und ich glaube, am Ende deines Lebens, kannst du noch so sagen, der ist seinen Weg gegangen, bereust du alles, was du hättest, also was du gemacht hast, was dich vielleicht früher sterben lässt. Aber so ein bisschen ist es natürlich auch irgendwie gut, weil heute ja total alles so sehr gesundheitsbewusst ist und irgendwie in dem Backstage dann so die veganen Limonaden stehen müssen und sowas, ja, völlig gut ist auch. Ja. Aber so ein bisschen dieses Rock'n'Roll-Gefühl hat schon auch was. Vielleicht auch deswegen, weil man selber das Leben nicht hat und weil man auch gerne einen Star hat, der so eben ein Leben führt, das man selber nie führen kann. Ja. Das meinte ich vorhin auch mit Star sein. Also so werde ich nie, so, das halte ich nie aus, 3 Lines vorm Frühstück zu ziehen. Nee. Sondern eine vielleicht. Eine halbe. So. Turbo-Bier, das ist doch gut. Ist das hier die Alki-Abteilung? Nee, das sieht so aus wie, es gibt auch so Bands, wie heißen die nochmal? So Oi-Bands, die heißen so wahre Worte oder ehrliche Herzen und so. Wo das dann so, wo man denkt, wo da diese Männerromantik, diese Onkelsromantik, geh deinen Weg, wir hängen zusammen, wir trinken Bier. Grauenhaft. So, wir können nach oben gehen. Das klingt echt, als wolltest du bumsen. Das wirklich. Wenn du willst, können wir lass, nee, lass mal lieber. Wenn du willst, können wir nach oben gehen. Wir gehen jetzt nicht wirklich bumsen, nur noch mal um das. Ich sag nichts. Ich will mal kurz konzentriert gucken. Okay. Ich gehe schon mal weg und renne panisch nach Hause. Du bleibst bei mir. Ich mach dich heute noch zu meiner Eisprinzessin. Limited Edition, aber ich kaufe die jetzt. Sag mal, habe ich ein Portemonnaie dabei? Jetzt wird's nämlich. Jetzt kommt der alte Trick. Ich kaufe die jetzt, aber ich habe leider keinen Portemonnaie. Sehr gut. Ja. Du, ich brauche deine Almosen nicht. Juri, komm. So, Vorsicht, hier kann man sich den Kopf anstoßen. Man kann sich aber auch andere Körperteile damit anstoßen. Das ist jedem selbst überlassen. Und weißt du, was ich gerade schade finde an dieser ganzen Corona-Zeit, dass Musik so untergeht? Ich habe keine Platte rausgebracht. Also man hört viel Musik, finde ich, wieder zu Hause. Aber diese ganzen Neuerscheinungen, dadurch, dass man nicht touren kann, keine Promo machen kann, verpuffen die Platten so. Das finde ich ein bisschen schade. Findest du, dass das so ist? Ich glaube schon, dass die Leute sich freuen. Also deine Fans freuen sich ja schon, wenn du ein neues Album, also wenn du von dir hören lässt, gerade weil sie dich nicht spüren können. Ja. Ich bringe jetzt auch mal wieder. Ich habe auch ewig lang, ich habe auch eine Schreibblockade gehabt, das erste Mal in meinem Leben. Wegen Corona oder wäre die auch so gekommen? Ich glaube, wegen Corona, du kannst keine fröhliche, ich will ein paar positive, fröhliche Lieder schreiben. Und ja. Zweitens finde ich, dass es
Auch mit 47, also ich bin jetzt 47, ich kenne keinen geilen Songwriter, Musiker, der mit 47 ein geiles Album rausgebracht hat in der Geschichte der Musik. Ganz ehrlich, Bob Dylan war schon lange durch, der hatte mit 47 eine christliche Phase. Auf die möchte ich gern verzichten, die möchte ich nicht durchgehen. Jetzt so eine Indie-Rock-Platte zu machen mit so, hey, die Welt, wir kämpfen so gegeneinander. Nee, und da muss man auch mal warten, bis man für sich selber eine neue Stimme gefunden hat. Das heißt also, du würdest jetzt so lange keine Platte veröffentlichen, wenn du nicht sagst, das ist jetzt was, ja, über dich völlig. Ich habe eine ganze Platte aufgenommen, viel, ja, Geld gekostet, und ich werde die wahrscheinlich wieder nicht veröffentlichen. Das ist mir schon zweimal passiert in meinem Leben. Wie, dass ich eine Platte aufgenommen habe und auf einmal während der Produktion merke, ich fühle das nicht mehr. Und jetzt gerade habe ich so eine Platte gemacht, ziemlich schnell nach der letzten, habe die Texte eingesungen und habe gemerkt, das war alles zu schnell. Und das ist so, ich bin das nicht mehr, was ich da versuche, auf diesen Liedern zu präsentieren. Was meinst du, was bist du denn nicht mehr? Ich habe die Lieder geschrieben, weil ich dabei gedacht habe, ah, so muss das jetzt wohl klingen für die neue Olli Schulz-Platte. Aber ich habe nicht mehr gedacht, das will ich jetzt wirklich erzählen. Sondern ich habe angefangen, professionell zu denken. Und dabei bin ich überhaupt kein Profi. Ich habe angefangen, weil ich ein Autodidakt bin, der nicht gut Musik machen kann und nicht gut spielen kann. Und auch eigentlich, und auf einmal fängst du dich an, weil du vielleicht auch Platten verkaufst, in so eine professionelle Ebene zu begeben und beginnst so, die Lieder zu strukturieren oder beim Schreiben zu denken, das könnte den Leuten gefallen, ja, dabei muss es dir gefallen. Ja. Und den Fehler habe ich gemacht. Gestehen sich wenig Musiker ein, passiert aber den meisten. Also klingt alles wahnsinnig selbstreflektiert, ja, ist auf dem zu auch schulden, dass ich dieses Jahr so viel Zeit habe. Und man dann so über sich selber viel nachdenkt. Aber Selbstreflexion ist ja wohl ein substanzieller Bestandteil deiner Arbeit als Singer-Songwriter. Ja. Ne? Also das darf ja auch völlig selbstreflektiert sein. Ich bin aber auch, das muss man dazu auch noch kurz sagen, in der privilegierten Möglichkeit, Pause zu machen, weil ich einfach nur touren kann über Jahre, da kommen immer gut Leute und weil ich auch noch andere Jobs habe. Zweimal Currywurst, ja, bitte. Ja, genau. Mit Pommes oder? Zweimal eine. Ich lade dich ein. Ja. Hast du Geld? Dankeschön. Vielen Dank. Hey, ich lade dich ein. Ich habe 20 Euro dabei. Cool. Dann nehme ich noch eine Spezi. Ja, das geht. Gibt's Spezi auch noch? Gibt's eine Spezi? Mezzomix, ja. Dann nehme ich auch noch ein Getränk. Nämlich eine Spezi. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Guten Appetit. Dankeschön. Ich hab wirklich gedacht. Nee. Du kriegst noch ein Hirsch-Dings-Drops. Von Martin Rütter. Also du kriegst es von mir, von aber Martin Rütter. Mhm. Weil du eben davon gesprochen hast, dass Leute dich ansprechen und sagen, Zug ist so geil, war geil und Schuskowski und so. Mhm. Also das, was, wofür du brennst und was deine Leidenschaft ist, ist ja zweifelsohne das Musikmachen und das, ja, Musikspielen. Entertainment, einfach generell. Also da gibt es immer ganz viele Leute, ja, ich finde das doof, wenn du nur so Comedy machst, weil deine Musik ist so viel wert, das wissen die Leute dann gar nicht zu schätzen. Ja. So eine Fans habe ich. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, Musik finde ich nicht so geil. Ich will eigentlich nur, dass du laberst, Storys erzählst, irgendwas machst. Aber wenn ich so ein Konzert spiele, dann kommt das alles so zusammen. Okay, das heißt, was ich jetzt vermutet hätte, dass... Und diese ganzen anderen Sachen, also warum, sorry, diese Schulz-Kowski, das ist keine große Arbeit für mich. Ich kann auch sofort rumbrüllen und habe immer 30, 20, 30 geile Flachwitze am Start. Mhm. Und ich mache das auch wahnsinnig gerne. Es ist nicht so, dass ich mich dafür schäme. Ich weiß aber, dass viele Leute das nicht differenzieren können und denken, du bist dann nur dieser Typ und so. Und das ist vielleicht der Fluch. Das meinte ich nämlich eben, ob es dich nicht ärgert, zu sagen, okay, die kennen mich jetzt alle von der vielleicht ein bisschen trashigeren Nummer, aber eigentlich bin ich doch auch ein deeper Poet, der Musik macht. Aber es gibt genug Leute, die das wissen, dass ich ein deeper Poet bin. Und die anderen, die wollen es auch vielleicht gar nicht wissen. Und am Anfang war das vielleicht für mich schwieriger. Das frage ich mich tatsächlich oft. Danke. Sie hat gesagt, ich finde mich gut. Hat sie wirklich gesagt? Ja, dich finde ich gut, hat sie gesagt. Och, habt ihr es auf Band? Boah, hatte ich Durst und Hunger gleichzeitig. Also man kann ja sagen, was man will, aber Currywurst und dann so ein Getränk hinterher. Super. Nicht lässt sich besser rülpsen. Das ist weg. Ja. Ist so. So!
Jetzt gehen wir in den Park. Juri, super. In den Park. Juri! Ab im Park. Hoffentlich kackt er jetzt nicht hier hin. Also wenn er kackt, gucken wir nicht hin. Doch, er kackt, er kackt. Er kackt. Okay. Er kackt, wegschwenken. Ich habe aber Tütchen dabei. Ich mach das. Er kackt da auch noch. Warum machst du das? Das machst du doch extra. Ja, willst du? Wirklich? Ja. Und jetzt? Das ist noch ekelhafter. Polizei hier. Wann warst du das letzte Mal Polizei? Oder wann hast du das immer mit der Polizei zu tun? Ich habe kürzlich tatsächlich, fuhr ein Polizei, ich überquerte verbotenerweise eine Wiese. Ja. Und ein Polizeiwagen hielt. Und dann wollte aber der Polizist ein Foto mit mir machen. Ey, das passiert mir öfters. Da habe ich mich echt gefreut. Und einmal, da war ich mir zu sicher, da wird wieder ein Foto, hat er dann einen Urintest mit mir gemacht. Und meinte, Sie haben so glasige Augen. Und dann hat der Polizist gemeint, hier kommen Sie mal mit zum Allianzhaus. Da musste ich da rein auf Toilette bei der Allianz und musste in so einen Becher pullern. Und hat er zugeguckt? Weil du könntest ja auch, es gibt ja so Kunsturin, habe ich kürzlich gelernt. Er hat nicht zugeguckt, er hat vor der Tür gewartet. Und dann hat er da so einen Streifen reingehalten. Ich war Corona-positiv. Nein, Quatsch, es war dann vor der Zeit. Es war, und dann wirst du auf Amphetamine, auf Marihuana, auf Ahoi-Brause. Ahoi-Brause, genau. Und dann sind, also es waren keine Amphetamine, war alles okay. Nur bei Marihuana hat es gedauert. Und dann hat der andere Polizist immer, und dann standen wir zu dritt, ich so, ach, der kommt doch jetzt hier, der Streifen, der kommt doch jetzt. Und dann hat der andere, ja, ist schon gut. Und kannten die dich? Also, nee, die kannten mich nicht. Der eine hat dann später, glaube ich, ein bisschen. Nachdem ich ja öfter mal gesagt habe, googeln Sie mich doch mal. Ja, hast du wirklich? Ich bin nämlich sehr berühmt. Wenn ich noch Ketchup auf dem Gesicht hätte, würde ich mir das schon sagen. Auf gar keinen Fall. Ich werde gefilmt hier heute. Tut mir leid. Ach so, ja. Schönen Tag noch. Dankeschön. Nett. Ja. Wieso bist du eigentlich so stark? Stark? Ja, ich habe sehr gestaunt, als du Finn Kliman so mir nichts, dir nichts im Armdrücken besiegst. Und Finn ist ja schon auch durch seine vielen körperlichen Tätigkeiten kein Schwächling. Bist du so, trainierst du in Wirklichkeit heimlich? Nee, ich mache Liegestütze. Ich habe tatsächlich mal ein Jahr geboxt früher. Aber das ist schon lange, lange, lange her, da war ich so 20. Hast du dich auch schon geprügelt? Bestimmt, ja. Sowas erzähle ich nur, wenn es nicht nötig ist. Zum Beispiel bei Haftbefehl, bei Schuss in the Box. Da konnte man dann so gut connecten über Schlägereien. Aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht über Schlägereien connecten. Nein, überhaupt nicht. Aber du warst nie so ein Aggro-Typ, oder? Der die Schlägerei gesucht hat? Nein. Nur Self-Defense. Naja, doch, ich habe auch schon mal eben eine reingehauen im Bus. Aber der wollte mir den Walkman abziehen. Das sind so Storys, die kann man alle gut verpacken. Und manchmal verpacke ich die auch noch mal gut. Wenn man bei der schon irgendwie eine. Aber eigentlich finde ich das alles scheiße. Diese ganzen Videos auf Facebook, die dir in die Timeline gespielt werden, von Leuten, die sich in die Schnauze hauen oder da irgendwie das. Ja. Achso, der Satz hörte einfach so auf. Der Satz hörte jetzt einfach so auf. Okay. Manchmal hören die Sätze bei mir einfach so auf, weil ich denke, den Rest kann sich jeder denken. Es wäre lustiger gewesen, wenn du gesagt hättest. Kirschblüten! Du hast ja schon echt, also du hast in deinem Leben schon so viel gemacht. Es gibt ja viele, die dir machen so eine Medienkarriere wie so eine politische Karriere. Also die wissen schon mit 20, sie wollen mal ins Fernsehen oder in irgendeiner Form stattfinden. Ups, sorry. Aber du hast ja erstmal ein Leben gelebt, bevor dieses Mediending losging. Ne? Weil du eben sagst, du warst Roadie, du hast irgendwie jeden Job, den... Ich habe immer die Jobs gemacht, auf die ich Spaß hatte. Angefangen habe ich tatsächlich im Plattenladen. Und dann so Roadie-Stätchen. Da habe ich aber auch mal tatsächlich studiert ein Jahr. Ich wollte nämlich Medienwissenschaften studieren. Was hättest du denn, was wäre das Ziel gewesen? Aufnahmeleitung und so ein Scheiß alles. Ernsthaft? Ja, ja. Aber auch nur einfach, weil ich wasted war und weil das zwei Frauen gemacht haben, die ich cool fand.
Hätte ich nie im Leben. War da durchgezogen, aber irgendwas musste man machen. Hab auch echt einiges so einigen Leuten zu verdanken, die mich da gepusht haben. Als allererstes der meine erste Platte rausgebracht hat, Markus Rebusch, der Sänger von Ketka. Oh. Das war mal ein ganz enger Freund von mir. Und als wir die Platte gemacht haben, waren wir gar nicht mehr so befreundet, aber... Weil? Hast du ihn geschlagen? Weibergeschichten. Ernsthaft? Quatsch, nein. Ich würde jetzt irgendwas Blödes sagen. Der hat die erste Platte von mir und die zweite gemacht. Keine Ahnung, weil ich selber das zwar immer wollte, aber die Überwindung nie gebracht habe irgendwie. Also es ging erst immer im letzten Notfall los, als ich gemerkt habe, jetzt musst du auch mal Geld verdienen. Ja. Meine Tochter war geboren und zu der Zeit kostet das Leben sehr viel Geld, wenn du auf einmal ein Kind hast. Ich habe gerade mein Plattending verloren und dann hat Klaas mich gefragt, der öfter auf meinen Konzerten war, ey, hast du nicht Bock, eine Kolumne zu machen? Und natürlich war dem auch zu schulden, dass ich kein Geld hatte und dachte, ey, nimmst jetzt alles mit, scheiß drauf, was die Leute... Also es war so ein bisschen auch Verzweiflungstat, das ganze Ding. Zum Glück? Ja. Zum Glück warst du verzweifelt? Zum Glück ist es hier relativ... Leer. Ja. Leer. Sind das Klaus und Klaus? Alt geworden. Klaus und Klaus sind jetzt drei. Was? Ist kein Witz. Wie heißen die dann? Klaus und Klaus und Klaus. Das ist wirklich ein dritter dazu gekommen. Ach, die spielen hier Konkurrenzkonzerte. Hier sind Klaus und Klaus. Und da ist. Finde ich gut, dass wir das machen. Aber er spielt gar nicht Gitarre. Ach so. Er tut nur so, als würde er Gitarre spielen. Das ist wie Rock am Ring: Stage, die große Stage und die Alternative Stage. Irgendjemand wird jetzt noch Helga rufen. Das muss ich kurz festhalten. Das ist doch Christian Ulm. Ja. Oder Happe Keckling macht jetzt wieder eine Show für RTL. Vielleicht ist das ein Einspieler davon. Das kann sein. Aber was für eine schöne Szenerie hier. Ja. Olli, sag mal, guck mal, er hat schon Mädels klar gemacht, der Bagger. Der ist aber auch wirklich, der hat alles, was es braucht. Ne? Die Leute sind auf alle Fälle in diesem ganzen Jahr alle ganz schön verrückt geworden. Manche waren es schon vorher. Manche waren es vorher, aber das hat echt eine... Auch wenn das jetzt das gar nicht albern klingt, das hat wirklich Spuren bei vielen Menschen hinterlassen. Er ist nicht nur bei den Performern hier, sondern generell, viele mussten sich mit sich selber auseinandersetzen. Viele haben sich, glaube ich, auch das ganze Jahr über einfach zugedröhnt oder sind in ihrer Höhle geblieben zu Hause. Und es wird noch interessant, wie das ist, wenn wirklich wieder so ein alltägliches Leben stattfindet. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird, auch die ersten Konzerte wieder zu spielen. Also ich habe, wenn ich, da geht ein unglaubliches Glücksgefühl, dass ich so platzen könnte wirklich und denke so, ich stehe auf der Bühne und sage, ey Leute, jetzt erstmal alle umarmen, ey, komm mal, wir sind wieder da. Wirklich, also so ein Glücksgefühl kommt da in mir hoch. Du warst nie beim Konzert von mir. Nein. Sonst könntest du jetzt sagen, ja, es ist ja auch wirklich toll bei dir, bei deinen Konzerten. Es ist auch wirklich toll bei dir, bei deinen Konzerten. Erzählen alle, wirklich. Ich möchte gerne mal auf ein Konzert von dir gehen. Also ich liebe das wirklich, weil die Leute so cool sind, die da kommen. Das sind auch die Leute, die einem auch mal verzeihen, wenn man einen schlechten Tag hat oder wenn man nicht so geil ist. Das sind die Leute auch, die meine Miete zahlen, die sie auch noch wahrscheinlich zahlen werden, wenn irgendwie im Medienbereich alle sagen, Olli Schulz doch durch. Die dann aber immer noch zu den Konzerten kommen. Und das ist das Besondere. Hast du, weil du gerade gesagt hast, Olli Schulz ist durch, irgendwann kommt ja in diesem Mediengeschäft, das ja ein sehr unberechenbares Geschäft ist, kommt dieser Punkt. Ne? Aber ich bin ja gar nicht so da drin. Ich krieg ab und zu mal eine Anfrage für eine Doku. Ich krieg nie Fernsehauftritte, Ansage für Quizshows. Dabei würde ich so gerne mal zu Kai Pflaume. Aber der will das nicht mehr, weil ich habe mal in Insta-Story mich über den lustig gemacht. Was? So schnell kann das gehen. Weil der immer so bescheuert mit seinen bunten Turnschuhen da so, hallo, ich bin immer noch 19, macht und so. Und da kann man auch mal einen Witz drüber machen. Und ich finde, da kann man auch mal drüber lachen. Ich wollte dich tatsächlich noch fragen, weil ich beschäftige mich zurzeit, und weil wir ungefähr im gleichen Alter sind, mit der Frage, wenn ich mal, keine Ahnung, im Alter von Thomas Gottschalk bin und dann noch lebe, wenn ich das Glück habe, dann noch zu leben,
Bin ich dann auch so wie Thomas Gottschalk? Will ich dann unbedingt noch jede Show, die mir angeboten hat, machen? Will ich unbedingt noch so eine Öffentlichkeit haben? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir werden alle so. Jetzt denkst du mit Mitte 40 darüber nach, was der mit 70 machen beurteilt. Das genauso wie ein 20-Jähriger jetzt beurteilt, was der 30-Jährige darüber macht. Und so will ich nie werden. Das Ding ist, wir werden alle so wie unsere Eltern. Wir werden alle so, dass wir irgendwie am Leben bleiben wollen und dass wir alle uns irgendwas suchen. Und wenn du 30, 40 Jahre vor der Bühne standst, vor der Kamera, dann ist das vielleicht ein Lebenselixier. Und dann kann man das tragisch finden und doof, muss aber auch einfach akzeptieren, dass das seine Entscheidung ist und du es dir immer noch nicht angucken musst. Eigentlich ist es so, warum gehen diese Stones noch auf Tour? Weil die noch nicht wegen Girls und Geschlechtsverkehr, bin ich mir ziemlich sicher. Warum macht man das? Weil einen das glücklich macht, weil diese 2 Stunden auf der Bühne dir das Gefühl von Unsterblichkeit vermitteln können. Und deswegen kann ich das auch immer mal einen Witz drüber machen, aber auch vollkommen verstehen, dass man nicht aufhören will mit dem, was man liebt. Guck mal, jetzt legt sich der Hund schon hin. Ist das ein Zeichen? Möchtest du vielleicht noch das letzte Hirschtrop, das ich habe, das übrigens von Martin Rütter entwickelt wurde? Im Labor. Wie Breaking Bad. Ja, genau. Das ist das beste Zeug, das es derzeit auf dem Markt gibt. Guck mal, du weißt schon, ne? Juri, es war mir eine ganz große Freude, dich kennenzulernen. Langsam, Juri. Ganz langsam. Und guck mich dankbar dabei an. Ja. Der ist echt ein bezaubernder Hund. Liebt den über alles, ey. Es war mir eine mindestens ebenso große Freude, dich kennenzulernen, Olli. Ich habe leider für dich jetzt keinen Drops. Hast keinen? Nee. Der Drops ist gelutscht, ne? Ja. War mir auch eine große Freude. Danke. War auch jetzt lange nicht mehr, dass man mal so über geredet hat. Guck mal, das Wetter ist schön. Man hat das Gefühl, man ist wieder in den Medien aktiv. Ich fand's gut. Schön, dass du mich mal rausgeholt hast. Sehr gerne. Wenn du jemanden brauchst, der dich rausholt, sag Bescheid. Na gut. Alles Liebe, alles Gute. Ich geh da lang, einfach, was fürs Bild besser ist. Ja, ich gehe hier längs. Film mich noch mal und lach mal so tragische Musik noch mal da drunter. Das machen die beiden. Okay. Tschüss. Mach's gut. Olli, du musst mehr weg. Das kann so nicht mehr. Du warst voll drin, Olli. Hallo, mein Name ist Olli Schulz. Sie kennen mich gleich vom Titelcover der Funkuhr 85. Ich war außerdem Strongest Man of Hawaii in den frühen 90ern. Heute bin ich zu Gast bei der Pierre M. Krause Show. Genauer genommen bei der Kurzstrecke von der Pierre M. Krause Show. Das hat mir richtig gut gefallen. Und wenn euch das auch gefällt, dann abonniert doch einfach den Kanal von der Pierre M. Krause Show und verpasst keine geile Sendung mehr. Alle Stars, alle Tipps der Woche, alle Sternchen und viele Überraschungen erwarten euch nur bei der Kurzstrecke der Pierre M. Krause Show. Wow, also ich gehe jetzt sofort los und lasse ein Abo da. Und komm hier auch, wenn es geht. Und vielleicht noch irgendwie einen Daumen nach oben.